Farbkristalle. Die alte Rüstung von Arek, die kommt auch weg. Das kann auch weg. Und meine alte Waffe kann auch weg. Ja, und der Rest kann so bleiben. Sie sind einsatzbereit. Kehren Ja. Sie auf Ihren Posten zurück. Okay. Was macht ihr hier eigentlich? Ist das hier ein, hat ein Schweißbrenner oder was? Er kann mit seinen Augen schweißen, das ist ja cool. Aber sag mal, wisst ihr eigentlich noch, wie wir hierher gekommen sind? Mit so einem Teil. Also nicht hierher, sondern welcher Planet war das? Ort Mantell, genau, da war das. Beziehungsweise nach Ort Mantell sind wir auch mit dem Raumschiff gekommen, aber auf Ort Mantell sind wir dann in so einen Teil eingestiegen. Und dann hat eigentlich alles begonnen. Das waren unsere Anfänge, wo dann der, ja, wie heißen die Dinge? Kampfgeher oder irgendwie so? Wie heißen die Dinge nochmal? Ist auch egal, zumindest wurde das Ding abgeschossen. Und unser Pilot, der war tot. Euer Leiter hat mich geschickt. Ich habe herausgefunden, was mit euren Gelobten passiert ist. Es gab leider kein glückliches Ende. Ich wusste, dass sie nicht einfach ohne jede Spur verschwunden sein konnten. Gebt mir, was ihr gefunden habt. Ergründen wir die Geschichte dieses verdammten Planeten, damit sie sich nicht wiederholt. Ausdauer und Tech-Stärke. Zielgenauigkeit ist gleich. Dann nehme ich lieber das da. Nehmen wir lieber das Überraschungsei. Ich liebe Überraschungen, deswegen. Gucken, was da drin ist. Schöne Stiefel. Rüstung ist schlechter. Aber die Angriffskraft, die verstärkt sich. Na, mal gucken. Kann man ja mal ausprobieren, oder? Also wie gesagt, die Angriffskraft ist stärker, also Schaden. Aber Rüstung geht um 100 runter. Nee, Rüstung geht. Rüstung ist ein bisschen besser, Gesundheit ist weniger. Schaden. Ausdauer und Rüstung. Zielgenauigkeit hat die 17 und die hat auch 17. Das ist echt so eine Sache. Ich glaube, ich bleibe bei der alten. Jetzt muss ich erstmal wieder alles anpassen. Farben vereinheitlichen. Das ist echt praktisch mit den Farben vereinheitlichen. Das wünschte ich mir auch bei unserem Gefährten. Wieso gibt es das hier nicht? Ich meine, guckt ihn euch an. Wie sieht denn der aus? Das gefällt mir einfach nicht. Wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Guck mal auf die Karte. Da sind noch Missionen. Zwei Stück. Drei sogar jetzt. Ach du Kacke. Ja, ich glaube, da muss ich mich mal dahin beamen, ne? Da ist noch eine Helden 2 Mission. Die könnte man machen. Ach nee, hinbeamen ist auch nicht. Ich muss erstmal sowieso zum Taxistand gehen. Wo ist denn der Taxistand hier? Da ist unser Ausbilder. Da haben wir aber nichts. Wir könnten uns höchstens noch was kaufen, aber. Spezialgüter. Ich gehe mal zum Spezialgüter. Ist der draußen? Ne, ich glaube, der ist auch im Markt, ne? In der Kantine? Ne. Müsste draußen sein. Ich habe echt keinen Schimmer, wo man die Gleiter herbekommt. Mit meinem Siskrieger habe ich mir zwar schon einen Gleiter gekauft, aber ich weiß echt nicht, wo ich ihn her hatte. Also anscheinend müssen wir wirklich zur republikanischen Flotte zurück und das dort kaufen. Oder war das erst ab Level 25 möglich? Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Das sieht ja auch ganz nett aus hier. Zumal wir so viele Credits haben. Ach du Scheiße. Rüstung 104 plus.
Und Zielgenauigkeit plus 4. Ach du Scheiße. Hier geht die Zielgenauigkeit ganz schön runter. Also das Ding, das ist echt gut. Gott, die sehen ja alle scheiße aus. Also ich würde schon so einen Räuberhelm hier. Der sieht interessant aus. Können wir gleich mal auswählen. Weil dann brauchen wir unser hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Habe ich, oh, Idiot. Ich bin doof. Mal Rückkauf. Ich habe doch hier, da. Muss ich mir zurückkaufen. Viel Glück da draußen. Haben wir jetzt Verlust gemacht? Wahrscheinlich, ne? Zuerst mal oben gucken, was hier ist. Hier ist wieder nichts. Toll. Sehr schön. So, und ich will jetzt, stellen wir es mal so hin. Und jetzt möchte ich den Helm. Ja gut. Ach, Mensch, soll sich auch nicht bewegen. Farben vereinheitlichen. Sieht ganz cool aus. Den lassen wir. Der ist geil, der Helm. Guck mal, dann kann Arek jetzt unseren alten Helm haben. Ich glaube, der war sogar gelb, aber das Gelb passt jetzt überhaupt nicht mehr zu ihm. Ach ne, der ist auch schlechter. Ach genau, komm, wir kaufen mal für Arek auch einen Helm. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Wollen wir mal Partnerlook machen? Wir kaufen ihnen auch den gleichen Helm. Viel Glück da draußen. Ich hoffe nur, das sieht dann nicht zu bunt aus bei ihm. So, Gefährte. Oh Gott, das sieht aus, ey. Wir brauchen echt eine andere Rüstung für ihn. Finde ich echt scheiße. Warum kann man das mit ihm nicht machen? Strong plus links. Klick. Hä? Wieso sieht er jetzt so aus? Warum hat er jetzt so eine Rüstung an? Also wenn er so aussehen würde, würde ich es ja toll finden, weil die grüne Rüstung gefällt mir nicht. Aber hier hat er wieder eine grüne an. Hm, alles sehr komisch. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. So, die Stiefel. Ach, wir kaufen mal. Guck mal, der Helm, der kann weg. Das war echt ein scheiß Helm. Und die Waffe hier, also ich meine, man kann sie ja modifizieren. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich sie verkaufen soll, weil mit Rechtsklick. Hoppla. Mit Rechtsklick kann man die ja hier modifizieren. Und wenn wir dann ein paar ordentliche Sachen finden, dann könnten wir die vielleicht sogar ein bisschen stärker machen als die Waffe, die wir jetzt haben. Weil so viel fehlt da ja nicht zu. Hier minus 27, minus 29 und so. Mit richtig guter Ausrüstung, wie hier zum Beispiel. Wo wir Level 33 brauchen. Aber vielleicht finden wir noch was für unser Level, dann. Das wäre schon richtig klasse, dann. So. Ich hab's schon wieder gesagt. So. Wo sind die denn alle? Sind die da drin? Ja. Da stehen die hier oben. Hier oben stehen sie auch noch. Mittelschwere Rüstung. Ja, aber das sind ja alles Rüstungen hier. Die will ich ja nicht. Hm. Dann. Und hier mit Schnellreise können wir uns immer noch nicht bewegen. Ich weiß gar nicht. Soll ich zurück nach Coruscant jetzt? Ich bin echt noch sowas von unentschlossen. Weil auf Coruscant können wir uns. Ich weiß gar nicht, was wir da machen können, aber. War das denn nur eine Videosequenz? Oder können wir Jaxo auch richtig als Gefährten kriegen? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, ne? Am Raumhafen, dann können wir, glaube ich, auch mal kurz
einen kleinen kurzen Abstecher nach Coruscant machen, zurück. Dieser Planet stand mal im Wettkampf mit Coruscant? Die verdammten Sith müssen hier mit jeder Menge Artillerie am Werk gewesen sein. Ja, Arik, das waren sie. Haben wir auch gehört. Die haben diesen ganzen Planeten richtig schön runtergebombt. Na, da haben wir aber einen großen Kerl. Ja. Suchst du die Katar-Siedlung? Ja. Na, was auch sonst. Ich hol dir einen Blaster. Schon mal einen abgefeuert? Schon oft. Umso besser. So ähnlich sah ja Arik vorher aus. Im Namen der Taris-Wiederaufbaubehörde. Also auch nicht mit diesen Dingern da. Soweit ich weiß, also... Ist schon besser, dass du diesen Helm trägst, Arik. Du bist nämlich irgendwie ein bisschen hässlicher geworden. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich will dir nichts sagen, ne? Ich trage ja selber einen Helm. Wir beide Gesichtsbremsen. Wir können uns nicht zeigen. Hey, cool, danke. Danke, liebe Roboter. So, und wir machen uns jetzt zurück auf den Weg nach Coruscant. Aber erstmal in den Hangar des Sith-Krieger, wollte ich schon sagen, in den Hangar des Soldaten. Gibt es hier irgendwas? Nö, gibt auch nichts. Manchmal hat man das ja, wenn man einen Planeten verlässt, dass man dann irgendwie... dass einem da Leute dann hier im Hangar begegnen. Die einen dann einfach umbringen wollen. Weil sie Rivalen sind oder sonst wie was. So, und das ist unser Thunderclap BT-57. War das richtig? Ich hoffe ja. Du kannst Nachrichten und auch Gegenstände an andere Spieler schicken, indem du ein Postfach benutzt. Ja, das haben wir schon gemacht. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so auf eure... Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht so sehr nicht gefallen. Gott, ey. Man muss hier mal ausdrücken können. Was wollte ich jetzt noch machen? Kann ich hier mit Arik reden? Nö. Ich kann hier eigentlich gar nichts machen. Nur nach Coruscant fliegen. Und ich könnte hier, glaube ich, neue Missionen annehmen. Flottenkommando. Soll ich? Will ich? Kann ich? So auf dem Weg nach... Ach, ich weiß nicht. Nee, lass mal. Also einigen hat es ja auch nicht so gefallen, dass die Flottenmission dazu machen, die Raumkämpfe. Sind auch wirklich nicht so spannend. Beim ersten Mal vielleicht schon, aber nachher, wenn man dann die... Wenn man den Raumkampf dann beim zweiten Mal oder dritten Mal macht, den gleichen, dann ist es auch irgendwie doof. Aber man kann dadurch natürlich sehr gut Erfahrungspunkte sammeln, weil es gibt sehr viele Erfahrungspunkte für die Raumkämpfe. So, wir wollen nach Coruscant. Tython. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Wie kam man da überhaupt her? Ne, wir waren noch auf Ort Mantell. Schießt hier genau, wir könnten auch nach Tython, das ist nämlich der... Ich weiß nicht, wer startet hier? Vielleicht starten hier die Sith-Krieger und... die Sith-Krieger. Die Jedi-Ritter und die Jedi-Botschafter? Ich weiß es nicht. Da könnte man da ja vielleicht nach einem... Könnte man da ja nach irgendwas suchen. Zur republikanischen Flotte. Ey, genau, wir fliegen mal zur Flotte zurück. Da gibt es doch bestimmt... Höchstwahrscheinlich gibt es dort einen Gleiter, den man sich kaufen kann. Ich hoffe es zumindest. Das wäre toll. Ich würde mich sehr freuen über einen Gleiter. Ja, die BioWare-Mitarbeiter. Sie würden mich niemals nach einem Passwort fragen. Ah, das glaube ich nicht. Weil wenn ich mein Account vergesse, mein Passwort vergesse, nee, das wäre auch doof, dann würden sie mich nicht danach fragen.
Dann würden sie mir eine E-Mail schicken.